Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part von Pokémon Purpur. Beim letzten Mal haben wir die Hauptstory abgeschlossen und die war sehr intensiv. Und heute sollen wir zum Büro des Direktors. Ich habe wieder irgendwas angestellt. Oh, guck mal, die wollen alle nichts mehr von mir. Eine positive Sache. Bin da. Aber ein paar von denen sind jetzt in unserer Zeit. Wir hatten die Erlaubnis von Professor Forturus, also wenn man es so sieht. Oh, danke. Okay. Das ist doch mein Wort. Okay. Okay. Und das wäre...
Ich muss sie alle nochmal bekämpfen. Okay. Ich glaube, das ist die eigentliche Strafe dafür, dass sie sich reingehackt hat. Muss ich diese Herausforderung auch noch mal machen? Kannst mitmachen. Okay, ich muss alle Arenen noch mal besuchen. Das wird lustig. Ach, guck mal, jetzt wollen wieder alle was von mir. Ich habe versprochen, wir besuchen jetzt auch mal die ganzen Unterrichtsräume jetzt auch mal. Das hängt jetzt schon so sehr die ganze Zeit zurück. Ich finde, es ist an der Zeit, dass wir jetzt den ganzen Unterrichtsstoff nachholen. Und was auch immer man hier von uns will. So, Lehrer will was von uns. Ja, auch wenn ich kaum hier war. Ja. Ich versuch's. Längst erledigt. Da kannst du noch mal ein bisschen was dranhängen an die Zahl. Oh, ich krieg Trugschlag. Das kann beim Pokémon-Fangen sehr nützlich sein, die Attacke. Kann ich dir auch direkt geben. Ich habe jetzt aber in letzter Zeit kaum Pokédex-Einträge geholt, ist das Problem. Weil ich war so sehr mit der Hauptstory beschäftigt, dass ich jetzt nebenbei nichts gefangen habe. Außer hier den Eisenbündel. Oh, danke. Ich fange ja auch alles, was mir über Weg läuft und bei 3 nicht auf dem Baum ist. Ich habe sogar die 300. Wie gesagt, ich fange alles, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Ach, Flottbälle. Alle 400. Das habe ich sicherlich nicht. Das wird ein harter Job. Ja, Trugschlag. So, als nächstes ist das Lehrerzimmer. Ich muss mit Ihnen als nächstes reden. Ja. Verdoppelt. Mehr nicht?
Ich glaube, gegen sie muss ich auch irgendwann antreten. Ich bin ein bisschen mit ihr verarmt geworden. Ob ich direkt nochmal mit ihr reden sollte? Offenbar nicht. Sie will nicht reden. Der Direktor will auch noch was von mir. Oh Gott, der will mich doch bestrafen. Ja, die läuft ganz gut. War es ja selbst dabei teilweise. Okay. Dann verstehe ich es auch nicht. Ja. Jetzt habt ihr noch mal den Fachbegriff für Quinch. Kringlich wäre auch gute Antwort gewesen. Ach, der will noch was von mir. Stimmt, mit ihm müsste ich eigentlich am wärmsten sein, ne? Sie natürlich. Sie waren bei meinen Abenteuern dabei, natürlich sie. Die anderen haben nur ihr abgehangen. Am besten ich quasi ihn einfach direkt nochmal an. Richtige Entscheidung. Meinen Sie Leval? Der lange Schnitt tatsächlich, würde ich sagen. Einfach weiter bequasseln, das kann nicht falsch sein. Wir holen all den Unterrichtsstoff nach, wenn das ein bisschen länger dauert. Wir sind schon Freunde. Oh, danke, Geld. Das kann man richtig gut verkaufen. Ich versuch's. Ich überlege gerade übrigens, wie ich das mit den Arena-Leitern machen will. Eventuell mache ich das in der Zukunft so, dass ich sogar 2 bis 3 Arena-Leiter in eine Folge packe. Weil vom Prinzip her sind es ja dieselben Kämpfe, nur ein härter. Außer ich muss diese Prüfung nochmal machen. Ich hoffe, hier muss ich nie hin. Ja. Ich bin kein Standardpatient. Das stimmt. Ja, das ist legitim.
Die will bestimmt direkt nochmal mit mir reden. Ja, war so erwartungsgemäß. Ein bisschen? Ich bin Champ. Ich hätte echt ab und zu mal vorbeischauen sollen. Von welchen Abenteuern genau erzähle ich gerade? Ach, alles gut. Ich komme noch mal wieder, keine Sorge. Ich komme nämlich nicht zum Schwänzen her. Weil ich ein Trassler. In der Eingangshalle will noch einer was von mir und beim Sportplatz. Wir hatten ja bei ihr einmal diese komische Gymnastik. Warum steht sie da ganz hinten? Warum kann ich hier nicht auf Miraidon reiten? Ist Miraidon jetzt eigentlich in meiner Datenbank? Ich kann es jederzeit in mein Team holen. Aber ich glaube, dann kann ich nicht auf ihm reiten. Ja. Oh nein. Ich will nicht. Ich dachte, wir würden wirklich laufen. Lecker. Einfach lecker sagen. Wir wollten ihre Schule nicht verletzen. Ehrliche Reaktion? Ich war nett. Warum kann ich nicht direkt hier hinten spawnen? Und wie gesagt, den Unterricht müssen wir auch noch nachholen. Wo ist denn die Krankenschwester? Die war es doch, die mit mir hier reden wollte, oder nicht? Biologie, Mathe, Geschichte, Sprachkurs, Kampfkurs, Kunst, Hauswirtschaft. Bei Geschichte werde ich einschlafen. Biologie, Zwischenprüfung. Oh nein. Habe ich gelernt? Wenn ich mit ihm spazieren gehen will, war es nicht die R-Taste? Bei einem Picknick. Laufen. Ihnen eine Beere zu geben. Arena-Orden. Total einfach.
Was? Ich habe 2 Fragen falsch beantwortet. Bestanden ist bestanden. Biologie 4. Abschlussprüfung ist aber wahrscheinlich dann beendet, ne? Also machen wir einfach durch. Wir ziehen es durch, Leute. Mein Kopf raucht zwar jetzt schon, aber ich zieh's durch. Ah, okay. Abschluss und Zwischenprüfung einmal und dann noch mal bis zur 7. Stunde ungefähr. Oh, Tom. Okay, dann muss ich 4 Fragen richtig beantworten, richtig? Ich glaube, ich mache das bei den anderen Kursen aber so, dass ich echt einen Zwischencut mache. Dass ihr immer bei der Zwischen- und bei der Abschlussprüfung seid, weil die Unterrichte selbst sind echt langweilig. Zeit für die Abschlussprüfung. Ich zeige dir, was ich in Biologie gelernt habe, nämlich nichts. Pokewedel und Beere funktioniert nicht. Nein, sie können auch aus dem Ei schlüpfen. Falsch. 4000. Falsch. 4. Ich hatte viel Spaß. Der findet sowieso heraus. Ja, das hat sich auch damals in der Schule immer gut angefühlt. Welche war falsch? Zählt der Pokewedel? Ach, 5 M-Bonbons.
So, und ist Biologie damit fertig? Biologie ist damit fertig. Okay. Wisst ihr was? Die restlichen Unterrichte mache ich offscreen. Dass ihr wie bei Zwischenprüfungen und so weiter nicht nochmal reinschauen müssen. Einmal Unterricht hat jetzt gereicht. Irgendwie fand ich das eher langweilig, da im Unterricht zu sitzen. Ja, man kriegt EP-Bonbons dafür, aber ich glaube nicht, dass ich dazu nochmal eine Folge machen will, wie ich im Unterricht sitze. Aber hey, ihr habt mich nochmal im Unterricht erlebt. Ich will zumindest eine Sache noch gucken. Dafür nehme ich jetzt hier die Moldrit-Irina. Mich interessiert nur, ob man diese Prüfung nochmal machen muss und welches Level mich erwartet. Deswegen gucke ich mir den ersten Arena-Leiter nochmal an, heute. Und dann entscheide ich auch, wie ich das mit den Folgen zu den nochmaligen Arena-Leiterkämpfen mache. Hallo? Ja. Okay, man muss diese Prüfung nicht nochmal machen. Im Übrigen nochmal, was den Unterricht angeht, wahrscheinlich habe ich es so geschnitten, dass wir einfach instant bei den Zwischen- und Abschlussprüfungen waren. Also, ich muss noch mal sagen, was ich glaube ich damals schon gesagt habe, ne? Käfer-Pokémon und Konditorium passt irgendwie überhaupt nicht. So, welches Level erwartet mich? Ich gehe instant auf Terra. Level 65, okay, das ist noch gut vertretbar. Im Übrigen nochmal zum Unterricht. Ihr kriegt schon noch die restlichen Unterrichtsstunden. Da werde ich dann aber gucken, dass wir bei Zwischenprüfungen dann beim nächsten Mal starten, dass ich da dann den Rest danach hole. Weil ich sitze hier jetzt schon sehr lange. Wir bleiben bei unserem Pokémon gerade. Ich mache einfach weiter mein Lied. Robustheit, Robustheit. Mit Lodali mache ich eh hier kurzen Prozess. Vor allem, wenn sowas kommt. Ich glaube jetzt schon, dass ich die Arena-Leiter-Folgen so mache, dass ich 3 bis 4 Arena-Leiter-Kämpfe in einem Part in den nächsten Folgen packen werde, damit wir damit relativ schnell durch sind, zum einen. Und zum anderen, ich muss ja die Prüfung nicht nochmal machen.
Dadurch sollte das relativ schnell gehen, wenn ich mich gut vorbereite. Also, dass ihr da schon Bescheid wisst. Also nicht wundern, dass ich die Arena-Leiterkämpfe eher durchrushe. Und ich werde das auch so machen, über die nächsten zwei Parts verteilt, dass ich bei dem nächsten Part die Zwischenprüfung alle mache, onscreen. Und bei dem darauffolgenden die Abschlussprüfungen. Die Rona, die ist übrigens gerade überhaupt keine Herausforderung. Ich kill jedes Pokémon, beziehungsweise besiege jedes One-Hit. Ich habe aber auch so einen übelsten Typenvorteil. Als nächstes spielen Sidious. Mit den Pokédex-Einträgen versuche ich natürlich auch noch mal ein bisschen aufzuholen. Jetzt fehlt nur noch Ursaring, dass jetzt mit der Terra-Kristallisierung zum Käfer wird. Wenn du aber ein Feuer-Pokémon hast, dann sind Käfer-Pokémon echt überhaupt kein Problem. Ich hätte Feuersturm machen sollen. Das ist so eine Schwächung für das Pokémon eigentlich, wenn man drüber nachdenkt. Und ich habe jetzt eigentlich durchgehend nur Lodalith gespammt. Danke. Das bedeutet mir viel. Du hast auch eine echte Herausforderung. Klingt sinnvoll. Ja, wie gesagt, ihr wisst damit dann jetzt, wie die nächsten Folgen geplant sind. Das soll hier eigentlich für einen Auflauf sein, laut dem Teil. Anvatrivi. Oh, hier liegt eine Therm. Diebeskuss. Nie gesehen. Na gut, ich setze mich jetzt hier aufs Dach. Also nochmal zum Protokoll. Bis zum nächsten Part. Ich nehme auf jeden Fall die Unterrichtsstunden dann mit rein. Also, beziehungsweise wir nehmen die Zwischenprüfungen einmal mit rein. Beim nächsten Part alle Zwischenprüfungen. Ich finde die Unterrichtsstunden selber, sie sind irgendwie relativ langweilig. Und bei dem darauffolgenden die Abschlussprüfungen. Und zusätzlich, ich werde die nächsten zwei Parts versuchen, alle Arenen eventuell hintereinander fertig zu machen, dass wir in dem einen Part vielleicht drei fertig machen und in den darauffolgenden sogar vier. Das wäre so mein Plan und danach steht ja, glaube ich, dieses Turnier da an. Das werden wir dann abschließen.
Ich werde auch gucken, dass ich jetzt wieder ein bisschen mehr Pokédex-Einträge haben will, die nächsten Folgen über, weil 400 haben wir und ich müsste nachgucken. Ich blende hier einfach eine Zahl neben mir ein, was das angeht, wie viele noch fehlen. Da habe ich noch ordentlich was zu tun. Ich muss ja richtig viel nachholen. Jedenfalls, Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst ein Abo und ein Like da. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!